Um die Gefahren des Klimawandels zu reduzieren, haben sich die Regierungen zu Reduktionszielen für Treibhausgasemissionen verpflichtet. Zur Erreichung dieser Ziele muss der Energieverbrauch gesenkt und der Übergang zu einem dekarbonisierten, dezentralisierten und digitalisierten Energiesystem der Zukunft vorangetrieben werden. Die Stromnetze bilden das Rückgrat für diesen Übergang, denn sie verbinden weit entfernte erneuerbare Energiequellen mit den Lastzentren, ermöglichen die Elektrifizierung, sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Kundenbedarf, minimieren die Risiken und Auswirkungen von Ausfällen, erleichtern die gemeinsame und damit wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen, ermöglichen einen freien Stromhandel und haben technisch ausgereifte und zuverlässige Komponenten. Um den Strom von entfernten Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien zu den Verbrauchern zu transportieren und eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, ist eine gut ausgebaute und zuverlässige Infrastruktur der Stromnetze erforderlich. Existierende Stromleitungen, die Strom aus erneuerbaren Energien ins Landesinnere transportieren, können bei starkem Wind überlastet werden, sodass Windkraftanlagen mitunter zeitweilig abgeschaltet werden müssen. Um dies zu verhindern, muss das Netz stabilisiert und ausgebaut werden. Um die Gesellschaft vollständig zu dekarbonisieren, ist es notwendig, Sektoren zu elektrifizieren, die derzeit hauptsächlich durch fossile Energiequellen versorgt werden, wie zum Beispiel der Transportsektor und das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach CO2-neutralem Strom, was wiederum zusätzliche Netze zur Anbindung dieser neu elektrifizierten Sektoren erfordert. With increasing shares of renewable energy sources in the grid being integrated, namely wind and solar, which are variable, we need the grid to expand, to be reinforced and to become smart. This will allow a perfect balance between generation and demand. Ein modernes Stromnetz, das Daten, Kundenflexibilität und Kommunikationstechnologien integriert, macht es möglich, dass die Verbraucher zu Prosumenten werden und aktiv am Strommarkt beteiligt sind und so das Netz durch lokale Stromerzeugung und lokalen Verbrauch stabilisieren. Ein Gleichgewicht zwischen Regionen mit starker Einspeisung von erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie und Regionen mit einem größeren Bedarf kann auch über große Entfernungen hinweg realisiert werden. Dafür sind ein europaweit verflochtenes Stromnetz und der Ausbau der Leitungskapazitäten zwischen den Ländern in Form von sogenannten Interkonnektoren notwendig. Electricity grids are essential to integrate renewable energy sources that are dispersed across Europe. This implies that collaboration across countries is fundamental, and we can achieve this collaboration through the build-up of interconnectors. Usually, these projects are financed by the project of common interest, and if we are successful in building up the grid in this way, then we name it a renewables grid. So if we develop the network to integrate more renewables, of course the network will also be more robust in case of outages. So of course we are always prepared for any outage of any network element. But of course if this outage happens, we also have to be prepared for the next outage, and in this case, for example, redistribution of flows can really help to solve some congestions on the network. And here, for example, renewables can help because they are well distributed over the whole system. Ein weiterer Vorteil eines paneuropäischen Stromnetzes besteht darin, dass es die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Anlagen und Investitionen ermöglicht. Auf diese Weise wird ein Beitrag zum Gemeinwohl in Europa geleistet, da beispielsweise hohe Leitungskapazitäten und eine optimale Standortwahl die effiziente Nutzung von Stromerzeugungsanlagen gewährleisten. Außerdem profitieren die Verbraucher unmittelbar von solch einem Stromnetz. Hohe Leitungskapazitäten ermöglichen freien Handel und die wirtschaftliche Stromerzeugung. Der Strom kann dort erzeugt werden, wo er am günstigsten ist und zu den Orten mit der größten Nachfrage geleitet werden.
Glücklicherweise sind die erneuerbaren Ressourcen und Technologien, die für die Erzeugung und Weiterleitung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen erforderlich sind, bereits verfügbar. Wir sind nicht auf die Entwicklung neuer Technologien angewiesen, um das dekarbonisierte Energiesystem der Zukunft zu errichten. Massive deployment of grid, it's actually a key point in the fight against climate change. Grids are fundamental, but the large deployment of them have risks for ecosystems and biodiversity. So when we think about these projects, when we think about deployment of grids on a large scale, we need to also think about preventing those negative impacts on biodiversity and ecosystems and all the people that depend on them. Um hier erfolgreich zu sein, bedarf es einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit, einer engen Kooperation mit Naturschutzorganisationen und der Einbeziehung lokaler Gemeinden. Alle Interessengruppen, die gemeinsam als ein Ökosystem der Beteiligten mit Transparenz und Dringlichkeit handeln, können ein nachhaltiges Energiesystem in Europa entwickeln, das zukünftigen Generationen zugutekommt.